Ja, es war nicht eine einfache Entscheidung. Wenn man so viele Energie investiert hat, ist immer ein schwieriger Moment, auf Wiedersehen zu sagen. Aber es ist noch nicht auf Wiedersehen. Wir haben ein ganz wichtiges Spiel, Wochenende, und noch 4 Spiele in der Meisterrunde. So, wir können genießen unsere Zeit zusammen. Das ist unser Ziel jetzt, ist dass wir repräsentieren unser Verein und unsere Mannschaft in die nächsten 5 Spiele mit den besten Leistungen in unserer Saison. Ich erwarte das von unserer Mannschaft. Ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Erfahrung hier in Salzburg. Christoph Freund und ich, wir haben vor 6 Jahren getroffen. Und es war immer ein gutes Gespräch über was passiert in New York und hier in Salzburg. Und wir haben oft über die Möglichkeit, für mich hier als Trainer in Salzburg zu sein. Es war, ich sage, dieser Verein ist a place that makes dreams happen. It makes dreams come true. Nicht nur für Spieler, aber auch für Trainer. Die ganze Erfahrung mit Stefan Reiter, Harald Lützer, Christoph Freund, meine Trainerstab, sogar Kirschi, mein Mann, alle unsere Spieler. Wir hatten so viel Spaß in den letzten 2 Jahren zusammen und wieder. Wir müssen repräsentieren unsere Erfahrung zusammen in die nächsten 5 Spiele. Und das ist sicher unser Ziel. Natürlich ist Leipzig ein Verein, das ich kenne sehr, sehr gut. Viele der Betreuer und Trainers in der Academy und sicher die Spieler in der Mannschaft. So, ich glaube, was freut mich die meisten, ist die Qualität und die Möglichkeiten mit dieser Mannschaft. Ja, ich finde, es ist eine super Gruppe. So viele Qualität, zumindest in Double besitzt in jeder Position. Viele Spieler, dass ich hatte eine Rolle in der Ausbildung gehabt und kenne sehr, sehr gut. So, mein Fokus ist noch in die nächsten 5 Spiele hier, sicher. Aber ja, im Sommer sicher machen wir eine gute Kaderplanung und die nächsten Schritte für die ganze Gruppe. Und ja, ich freue mich sehr auf diese Chance, mit solch einer guten Mannschaft zu arbeiten. Ich glaube, ich habe viel Entwicklung als Trainer auch gehabt. So, meine Mannschaft in New York war ein bisschen anders als unsere Mannschaft in Leipzig. Und dann unsere Mannschaft hier in Salzburg spielt ein bisschen anders. Aber sicher, ja, glaube ich, dass das Spielen in unserer Philosophie ist immer ein Vorteil. Ein klarer Plan ist wichtig, egal was die Philosophie ist. Und ja, sie in auch überlegen, was die ehemalige Trainer hat gemacht und wie das ist ein guter Fit für die nächsten Jahre oder die nächste Entwicklung für eine Mannschaft. So, ich finde es nicht so interessant, wenn ich habe den gleichen Plan für jedes Spiel in jeder Mannschaft gegen jeden Gegner. Ja, es ist immer adaptieren, eine Idee vom Fußball, aber adaptieren für was ist wichtig für Erfolg mit einer besonderen Gruppe.